In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Schaut mal da, was Lisa zugeschickt bekommen hat. Und zwar, ihr wisst, wir stehen momentan voll auf die Big Blocks von der Firma Big. Die Firma Big kennt ihr bestimmt alle. Das sind die berühmten Bobbycars. Genau, aber da. Ja, Lina hat die auf jeden Fall zugeschickt bekommen. Und da Lina Pepperwoods liebt momentan, Lina hat schon die ganzen Sets von Marsha und dem Bären. Und jetzt darf sie einmal dieses Pepperwoods-Set ausprobieren. Freust du dich? Ja, jetzt bauen wir mal ein bisschen zusammen und wir nehmen euch mit. Auf jeden Fall könnt ihr dasselbe auch nochmal für eure Kinder gewinnen. Also wenn ihr mitmachen wollt, ganz fleißig unten kommentieren, für wen ihr das gewinnen wollt und warum. Und ihr müsst natürlich Big auch auf Instagram folgen. Den Instagram-Kanal verlinke ich unten in der Infobox und nochmal in den Kommentaren. Ich pinne das extra an, damit ihr das auch nicht verpasst. Weil wer den nicht auf Instagram folgt, kann leider auch nicht an der Verlosung teilnehmen. Also Instagram ist auch Pflicht. Natürlich müsst ihr Abonnent und Zuschauer unseres Kanals sein. Bei den Videos. Und ja, ihr kennt ja die Regeln, ne? Wir bauen jetzt zusammen. Und hier euch, wie gesagt. Wow. Cool, Lina. Und hier muss man dann aufkleben. Hier sind Sticker bei. Übrigens ist das die Schule von Pepperwoods. Ne? Und wer ist das? Oh. Pepperwoods und Schorsch. Hallo. So. Wir bauen jetzt und dann zeigen wir euch das Endergebnis gleich. Ihr Lieben, wir haben das jetzt zusammengebaut und wie man sieht, ist das jetzt hier die Schule von Peppa und Schorsch. Genau. So, hier haben wir die Wippe mit Peppa und Schorsch. Dann haben wir hier den Lehrerpult mit dem Stuhl, der dann hier sitzt. Hier sind die Schülerbanken und da ist die Schule. Richtig schön. Und hier sind noch einige Sachen übrig. Die kann man da natürlich variieren. Man muss jetzt nicht immer dasselbe bauen. Ne, das ist sehr selbstverständlich. Gefällt dir das, Lina? Ja. Hast du Spaß damit? Ja. Und wie gesagt, ihr könnt das auch gewinnen. Das Gewinnspiel geht eine Woche lang. Und nach einer Woche beantworte ich den Kommentar vom Gewinner. Na, Etze, Hedda. Was denn? Etze. Hier ist noch ein Stuhl. Na, Etze. Bibi. Ich räume jetzt die Küche auf
Danach kommt auch der. Der ist sein Essen. Warte, Schatzi, tu mal deine Hand weg. Und danach gehen wir in den Keller. Wir müssen nämlich im Keller aussortieren. Ich gehe nämlich am... Moment. So, wir gehen auf jeden Fall gleich mit Audel, Lina und Lia zusammen in den Keller. Ich muss nämlich aussortieren. Und die Sachen werden dann verkauft, die wir nicht mehr benutzen. Ich werde auf jeden Fall gleich eine große Tüte mitnehmen. Weil wir müssen alle Kartons mal aufmachen. Ich habe so viel da, auch Tupperware und so, die wir nicht benutzen. Es ist einfach schade, dass es dann im Keller rumliegt. Dann verkaufe ich das halt und dann spare ich das Geld. Ich will das Geld auch nicht ausgeben. Ich will das auf jeden Fall sparen, damit wir uns in der anderen Wohnung dann schönere Sachen kaufen. Ich brauche die Sachen nämlich nicht und die sind alle unbenutzt. Die habe ich damals von meiner Mama geschenkt bekommen, als wir zusammengezogen sind mit Arbel. Und ich finde das zu schade, um wegzuschmeißen. Ja. Samstag schläft Mama bei Lina bei meiner Mami. Habe ich das schon erzählt? Und dann verkaufen wir die Sachen mit Audel zusammen. Und Lina liebt es ja sowieso dort zu schlafen. Von daher mal schauen, ob ich Samstag dann noch in die Stadt gehe mit Mama. Aber sie wollte auch noch Sachen vorbeibringen von meinen Brüdern. Ja. So, jetzt muss ich auf jeden Fall hier Öl sauber machen. Ihr Lieben, bevor ich das vergesse zu sagen, Big hat natürlich auch andere Sets. Nicht nur Peppa Big, sondern die haben Sets von Marsha und dem Bären, von Biene Maya, von Bob der Baumeister. Das sind auch so Big Blocks. Also die sind super gut und auch super stabil. Und was ich auch total cool finde, ich wusste gar nicht, dass es eine Wippe gibt. Die haben auch Rutschen. Es gibt auch kleinere Sets, größere Sets. Und die Preise sind auch super. Ihr könnt die Sets auf Amazon bestellen. Auf Amazon gibt es die auch. Ja, also richtig toll. Ne, Schatzi? Mhm. Lina spielt immer noch damit. Eine Stunde später. Und ich wollte. So, Lia ist da am Schaukeln. Und ich habe für Auber hier alles vorbereitet. Das heißt, wir müssen nur noch die Burger anbraten. Der hat mir übrigens geschrieben. Moment. Ja, Lina isst noch eine Gurke. Sie darf auch heute ein bisschen länger wach bleiben, weil wir in den Keller gehen und ausmisten. Und ich hole schon mal die Tüte raus, wo alles reinkommen wird. So, und Lia schaukelt. Sie ist jetzt wach. Tja. Aber sie hat kein Fieber durch die Impfung bekommen. Das ist doch schon mal gut, oder? Heul doch. Sag doch, dass du heulen wolltest, weil du nicht in Kelle. Der Mann hält sein Versprechen nicht. Der verspricht Sachen und hält das nicht. Ja. Genau so muss das sein. Was denkt ihr über. Was denkt ihr über Männer? Raus. Was denkt ihr über Männer? Raus. Die seine Versprechen nicht halten. Schreibt mir das mal unten in den Kommentaren. Jetzt gehen wir alle zusammen in den Keller. Mit dem Menschen am Start. Festhalten. Rausschneiden, redet schön. Oh, hier riecht es richtig stark, ne? Oha, ein Trampolin. Schatz, ein Trampolin, genau für dich. Zum Springen. Nein, für dich. Ja. Da haben wir bitte. Ja. Links abbiegen. Das ist rechts. Dann rechts bitte. Gerade aus. Boah, es ist echt hell hier. Ich dachte, wir müssen unser Handylicht nehmen. Aber es ist schön. Ist schön kalt, ne? Ja? Ja, mir ist nicht kalt. Ist ja kalt? Da-da-da-dam, da ist unser Keller. Und wir haben echt viele Kartons. Mal schauen, was wir alles finden, was wir verkaufen können. Viel Spaß. Da-da-da-dam. Komm, Lina, komm raus.
Schatz, was hast du alles rausgeholt aus dem Koffern? Ja, da. Das ist ja, da habe ich reingeschmissen. Guck mal, das können wir verkaufen. Das musst du ja mit diesem Gerät verkaufen oben. Welches Gerät? Ach so. Nein. Dann. Da. Was? Das können wir wegschmeißen. Was ist hier drin? Das ist für Kinderwagen. Was ist hier drin? Ist das fürs Kind? Das ist nicht fürs Kinderwagen, das ist fürs Maxi-Cosi. Eine Bibi! Ja, das können wir gleich in die Küche. Klamotten von Lia. Ja, das brauchen wir aber für Lia alles, oder? Das ist für Jungs. Stinkt? Nee, ne? Muss man aber trotzdem waschen. Aber das brauchen wir alles für Lia, oder nicht? Also willst du das jetzt alles hochbringen? Nein, das behalten wir für Lia. Das bleibt hier. Ich will nur das hochbringen, was wir verkaufen. Können wir. Brauchst du deine Handschuhe nicht? Nein. Welche Größe ist das? Das hier? Nee, das ist ab einem Jahr. Größe 80. Das brauchen wir erst nächstes Jahr. Wir haben übrigens auch Tüten mitgebracht. Da tun wir dann die Sachen rein. Also das ist schon mal abgehakt. Wir brauchen nichts. Da unten sind komplett Legos. Ja, das brauchen wir. In dem Koffer sind Sachen. Okay, das kann alles, das kann auf jeden Fall weg. So, dann tun wir das alles hier rein. Guck mal, hier. Ja, das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg, das ziehen wir eh nicht an. Ich glaube, diese Spielzeuge sind von McDonald's gewesen. Ja, können wir verschenken, wenn das alles weg. Warte, bitte. Weg. Geh, du spiel, du dein Spiel. Lasso. Das hier kann auch weg. Das auch. Was ist das denn? Das war dieses Ding. Ja, das kann auch weg, Schatz. Das haben wir gar nicht benutzt. Nee, das kommt halt neu. Das hatten wir von. Elina! Guck mal, das ist deine Hose, siehst du? Warte. Warte. Ich glaube, das passt hier noch. Ja. Also nimmst du das alles mit? Nein, das bleibt alles hier. Ich nehme nur das mit, was wir verkaufen. Ja. Und das. Ja, das nehmen wir mit nach oben. Das passt. Auch hier. Also eine Tüte ist schon voll. Na. Ja. Deine Mutter will Geld machen, ne? Umsatz machen. Umsatz. Mal sagen wir auf die Straße. Aha. Die hat ja dieses Wort Schau mal gelernt. Ja, jetzt wird sie das, das Ganze, weiß ich nicht. Und dann geht's da weiter. Das da brauchst du nicht rauszubringen. Das ist scheiße, jetzt. Dings muss ich haben, ja. Kleber, ne? Warte, lass mich mal kurz raus, hier ist dunkel. Geh bitte raus. 1, 2, 3, 4, 1. Hier, das nein, wird Lina niemals raus. Anziehen. Das hat Lina nämlich auch nicht Lina. Angezogen. Das passt hier nicht. Lina, warte. Das auch. Ja gut. Warte, Lina, aber bitte. Das kann ich wegschmeißen. Ja. Voll dreckig. Das ist eine geile Jacke. Ja, das behalten wir auf jeden Fall. Das können wir auch verkaufen. 86, okay. Bald können wir die Sachen hochbringen. Au! Oh, da ist echt viel drin, ja. Viel hier. Ja. So, die zwei bleiben auch wieder drin. Das kann weg. Au! Das kommt weg.
kommt mit vor. Achso, das hast du vergessen. Tina, warum hast du die Schuhe rausgeholt? Ja, da ist immer nein. Willst du nicht diese Schuhe verkaufen? Ey, doch an! Das ist nicht anziehen. Tina hat auch nicht angezogen. Warte, wo ist das andere? Hey, ich bin das mal dabei. So. Da darf aber nichts drauf tropfen, ne? Ja. Ich tue vielleicht irgendwas drin. Das ist alles Küchensachen, weißt du, ne? Ja, aber da brauchen wir auch viele Sachen nicht. Leute, Jolina. Geh raus, Baby, geh raus. Und Schraube. Also hier haben wir auf jeden Fall viele Sachen, die wir nicht brauchen. Das Problem, ich weiß nicht, ob wir das in der nächsten Wohnung kaufen werden. Das ist alles Kupfer, ne? Eis da. Guck mal, da ist auch unsere Uhr noch. Ah, das kannst du verkaufen. Tu das mal in die Tüte rein. Was denn? Das Maxi-Cosi-Adapter. Kurdische Verlage. Könnt ihr auch kaufen. Wie viel? Unbezahlbar. Unbezahlbar. Lass was, Schatz. Was ist das? Oh, das ist ein Zwiebelschneider, das ist teuer. Ist leer. Das war's? Und du sagst voll viel, dass wir mitnehmen müssen. So, jetzt geht's wieder hoch. Das ist unsere Ausbeute. Dafür hast du fast gerannt, dafür. Ja, gut. Ich habe 3 Tüten mitgenommen. Wir gehen mit einer vollen Tüte hoch. Wir werden dich gleich beleidigen, bis du gehst nicht mehr wegen dieser Woche. Dich? Dich. Warum mich? Wie kann dein Mann neben 2 Kinder sein, dass du rauchen? Ja, dann beleidigen wir dich, nicht mich. Mich. Das ist keine Nikotin. Oh, voll warm, ne? Du kannst im Aufzug wohnen. Ja, doch, Leute, da ist Nikotin drin. Nicht so viel wie bei Zigaretten, ne? Dann lieber rauche ich das mit Geschmack, mit Geruch, weißt du, anstatt diese Scheiße aufzurauchen. Auf jeden Fall schläft Nina. Nina geht jetzt auch sofort schlafen, ne? Ja, aber du gehst jetzt sofort schlafen. Ja, Nina. Ja, du gehst trotzdem sofort schlafen. Das kannst du morgen anziehen, ja? Ach, la Mama. La Mama. Komm, was du machst. Guck mal, mach. Raus. So, wir chillen hier noch ein bisschen. Oh, der ist wie immer mit seinem PUBG beschäftigt. Ne, Schatz? Warum guckst du so? Oh, Mann. Ja, wir kriegen auf jeden Fall morgen Besuch. Dafür müssen wir morgen einkaufen. Hallo, Rodala. Ja, Nina schläft schon längst. Ja, und morgen müssen wir dann nochmal die Wohnung ausmisten. Was wir jetzt doch nicht brauchen. Ich habe eben schon in meinem Schrank mal ein paar Sachen rausgeholt. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Das war's, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu kurz geworden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.